So, willkommen Leute, moin moin zurück hier bei MotoGP Valentino Rossi 2016. Ja, wir sind jetzt hier beim zweiten Rennen angelangt in Argentinien. Ja, das ist jetzt anscheinend mit normalen Motorrädern hier. So, schauen wir mal hier die Option. Oh, ja, Länge, ja. Ja, ich denke mal, drei Runden ist ganz legitim. Ja, machen wir mal nur Rennen. Schwierigkeit mache ich jetzt mal auf Mittel, weil das leicht war in der ersten Runde schon, ja, zu leicht. Reifenabnutzung, lass mal erstmal draußen. Flaggensignale und Strafen. Ich weiß es zwar nicht, wie die so genau sind, aber was soll's? Machen wir jetzt einfach mal. Ja, so. Ich denke, das wird passen und dann geht's los auf die Piste. So, Länge 4800 Meter. Schauen wir mal, wie sich das fahren lässt. Hier mit dem normalen Motorrad. Wie gesagt, hallo, das bin ich noch nicht gefahren. Autodromo Termas de Rio Hondo. Ja, schön. Okay, wir sind bereit. Dein Debütrennen in der Weltmeisterschaft. Du bist bestimmt aufgeregt. Vergiss nicht, wenn du beim Setup des Motorrads Hilfe brauchst, kannst du das angeleitete Tuning nutzen. Ja, Motorradeinstellungen. Achso, naja, Problem. Was gibt's da hier? Aber ich denke, ich lasse es erstmal auf Standard, weil ich da eh keine Ahnung habe, so wirklich. So. Alle Fahrer sind auf ihren Startplätzen. Jetzt geht's los. Oh, geht schon los. Ah, auf den letzten Platz starte ich, okay. Ist ja. Na, ah, scheiße. Oh, keine. Ah. Uiuiui. Ich kann noch keine Strafe bekommen, weil ich da jetzt gerade rausgefahren bin. So, einen Platz schon mal gut gemacht. Oh shit. Jetzt bin ich wieder der Letzte. Und die hängen mich hier ab. Ich glaube, mein Motorrad ist langsamer als den hier ist. Eindeutig. So, jetzt etwas langsamer mal hier. Oh, und weg mit euch. Ah, meinen 33. Platz habe ich wieder. Oh, ja, überholt. Sehr schön. Zisch ab, Magge. Ja, läuft doch sehr gut jetzt. Ich hätte nichts sagen sollen. Alter, der hat mich übelst vom Motorrad runtergekickt. Knapp, aber gut. Das 23. Alter, warum holt ihr mich jetzt?
25. wieder. Ah, der ist schön weggekickt. Ja! Wie er mich einfach gnadenlos aus der Kurve haut. So, jetzt geht's auf die Gerade. Jetzt komme ich irgendwie nicht mehr an die Leute so wirklich ran. Was eher unvorteilhaft ist natürlich. Die Kurve war gut. Ein paar Blitze vorgelegt. Ah, die Kurve wieder hier. Ah, scheiße. Naja, eine Runde noch. Weg hier, Leute. Es ist auf jeden Fall was anderes mit den Motorrädern hier als mit den Motocross-Rädern. Bockt sich auf jeden Fall auch. Ja gut, jetzt auf Schwierigkeitsstufe Mittel ist natürlich dann was anderes als auf leicht, aber naja, ich denke, da kommt man mit der Zeit dann rein. Ich meine, das ist jetzt das erste Rennen hier mit den richtigen Motorrädern auf der Rennstrecke. Platz 16. Ach ja, ich weiß jetzt auch, warum ich beim letzten Rennen nicht erster konnte, sondern zweiter. Das lag daran, dass ich, über die Strecke gefahren bin und es gab Strafpunkte, also halt außen aus der Strecke raus und dann, ja, quasi ein bisschen abgekürzt. Aber, ja, es gab dann Strafzeiten, deswegen bin ich nur zweiter geworden. Aber hier bisher noch keine Strafzeit. Die wird dann oben rechts stehen. Jawohl, Platz 7. Noch schön rausgefahren. Ja, es war jetzt nicht ganz so einfach wie das letzte Mal, aber hat sich auf jeden Fall gebockt. Es war nur 1,6 Sekunden, wo ich langsamer war. Aber ja. Gut, 7. Platz, jetzt gibt es wieder Punkte. Ja, Fähigkeit verbessert, sehr schön. So, ja. Mal schauen mit Erik, werde ich bestimmt dann auch hier ab und zu mal eine. Wie du in Argentinien gefahren bist, hat alle umgehauen. Dabei war das gerade mal dein erstes Rennen. Jetzt haben wir erst einmal ein paar Wochen Ruhe, da kannst du deine Kräfte regenerieren. Bevor ich es vergesse, wirf mal einen Blick in den Chat. Sobald er kann, wird Valentino dir eine Sprachnachricht zukommen lassen und dich zum Training einladen. So, danke, dass ich jetzt auch mal reden darf. Mit Erik werde ich bestimmt auch mal dann eine Runde hier online spielen.
Und ja, schauen wir mal. Fahreranpassung. Ach so, da kann man nur seine. Kleidung und so wechseln. Wahrscheinlich für die. Coins oder Valentino Rossi Points halt. Ja, gut. Naja. So, schauen wir mal, was die nächste Strecke ist dann. Ach, wieder ein Flat Track, okay. Driftrennen ist dann auch bald. Das ist wieder ein normales Rennen, das auch. Was ist das? Rally, okay. Naja, alles klar. Gut, dann war das das soweit mit dem zweiten Rennen in der Karriere. Dann würde ich sagen, haut's rein und ja, viel Spaß bei eurer Season, falls ihr auch zockt. Haut's rein.